herzlich willkommen hier zurück bei Iron Town. Bioshock Infinite. So, jetzt geht's weiter. Immer noch mit Husten, selbe Aufnahmesession. Wie vorhin, sozusagen, also für mich, wie vorhin, für euch, wie vor 2 Tagen. Oder 3 Tagen? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Pumstock? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich denn ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebahrt werden. Vielleicht hatte er was in petto, um dich gefügig zu machen. Was denn? Ich glaube das. Willst du nicht wissen? Die dachten, sie bleiben für immer oben. Sieh sie dir jetzt an! Was? Oh, ich brenne, ach so. Wir durchsuchen hier erstmal alles. So, Männer, Damen. Aha. Können auch so reinmarschieren. Ich muss da entlang, das war mir klar. Hat mich hier vergessen. Und jetzt... Einer muss Schmiere stehen. Wieder Musik. Bitte sehr. Okay. 200 Kohle. Puh, hier ist sonst gar nichts, hä? Ach, das ist dieser Granatwerfer. Ach, nehmen wir den einfach mal mit. Das ist keine Knarre. Auf in den Kampf! Boah. Du bist tot! Gott, bin ich ein schlechter Schütze. Achso, ist voll. Der Distrikt gehört uns. Exekutiert jeden, der Ärger machen könnte. Jeden Bewaffneten. Jeden Brillenträger. Den Rest treibt zusammen. Okay, das hören wir uns auch mal an. Mr. Comstock, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um Ihren falschen Hirten für Sie zu skalpieren. Es stellte sich aber raus, DeWitt spricht zu. Er half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in Ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich ihn das Messer halten. Hier ist etwas Geld. Ja, danke. Ich danke dir. So, Elizabeth? Sieht kinderleicht aus. So. Okay. Ups. Er ist es! Okay, nächstes Teil. Verringert die Nachladezeit von der Waffe. Ja, okay. Vergleich anzeigen. Ja, nee. Tun wir mitnehmen. Das Anzünden der Gegner kommt. Ist schon so okay. Hier zu Hause. Wer, wenn nicht Sie, soll es schützen? Das reicht! Der entkommt nicht! Mann, war der hartnäckig, der Kerl. Was
Wasserbecken, also können wir nichts machen. Toilette ziehen. Nö. Es ist ihr Zuhause. Wer, wenn nicht sie, soll es schützen? Ach ja, so, das ist der Raketenwerfer. Halt, was ist? Ach so, Toilette. Ja. Brauchen wir nicht. Komisch. Was denn ist komisch? Booker, da drüben ist ein Lockpick. Das hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Gesundheit minus Salz. Gesundheit. Na, da oh, erschreckt mich doch nicht so. Dann gehen Sie lieber weiter. Ich habe Geld gefunden. Gut so. Ah, hier haben wir noch mal was. Oh. So. Musik aus, okay. Nee, sonst ist hier gar nichts. Oh, doch, hier noch eine Tür. Okay, die Tür geht nicht. Dann gehen wir weiter. Aber klar. Aha. Hilf mir mal mit dem Schloss. Mal schauen. Erledigt. Vergebung gibt es nicht, nur Vergeltung. Ah, so, jetzt haben wir wieder die dicke Schrotflinte. Okay. Tanz mit dem Mann. Na komm, hoch das Bein. Der falsche Punkt. So. Auch geschafft. Na, Taschen leer. Dann gehen Sie lieber weiter. Keine Ahnung, warum die immer hm sagt. Ich denke jedes Mal, dass da irgendwas hier ist. Hier, für die Kasse. Danke. Gut. Okay. Halt. Kohle ist immer gut. Danke. Tötet sie alle! Jetzt! Schon dabei! Ich hab Waffen gefunden! Ich schneide dich in Stücke!
So, jetzt haben wir. So, jetzt können wir erstmal ganz kurz mal plündern gehen hier. Ich bräuchte hier Hilfe. Ich probier's mal. Okay. Bitte. Noch ein Tonband, okay. Das Lutessfeld umgab mein Quantenteilchen mit Lichtwellen, was gesicherte Messungen erlaubte. Kommt dir das bekannt vor, Bruder? Das kommt daher, weil du dasselbe Teilchen gemessen hast, von einer Nachbarwelt aus. Wir benutzten das Universum als Telegraph. Das An- und Abschalten des Feldes wurde zu Punkten und Strichen. Es ging furchtbar langsam, aber nun konnten wir beide uns durch die Wand etwas zuflüstern. Okay. Alles voll. Sehr schön. Lockpick, bisschen Kohle, das ist gut. Ich glaube, jetzt habe ich schon hier unten erstmal alles abgesucht. Glaube ich doch. Ja, jetzt können wir erstmal hier nach oben gehen. Laufen einmal im Kreis, um zu gucken, ob wir irgendwas übersehen haben, was wir noch mitnehmen können, gebrauchen können. Bis auf hier die standliche Hinrichtung von den ganzen Leuten. Okay. Oh, hier sind noch ein paar Truhen, die wir öffnen können. Leer, leer, leer. Ja, ihr wisst doch, alles mitnehmen, was nur geht. Da ist jetzt gar nichts mehr. Da auch nichts. Okay. Ja, ist alles soweit voll, was wir haben. Gut, dann rennen wir wirklich weiter. Elizabeth? Oh, das wird nicht lange dauern. Da! Fertig! Fertig! Ich schnapp ihn. Von wegen. Ich krieg die Stiefel. Ha, ich krieg die Kleine. Elizabeth? Geht klar. Du wirst um deinen Tod betteln. Ich suche noch. Ihr wollt mich verarschen. Das war gerade ein Präzisiongewehr. Alter Scheiße, ich bin fast tot. Um,
Mal gucken, können wir noch mal das Gewehr updaten? Ne. Okay. Aber halt das Maschinengewehr hier, das große. Weniger Rückstoß. Ja, das wieder. Und... Ah ne, das ist das andere Maschinengewehr. Schadensbonus. Ach komm, den nehmen wir auch noch. Falls wir das Maschinengewehr nochmal bekommen. Ups. Diese Drehgitter sind Einbahnstraßen. Wollen wir den Buchladen durchsuchen, bevor wir gehen? Yep, das werden wir auf jeden Fall machen. Hier ist etwas Geld. Hep! Dankeschön. Ich danke dir. Versperrt. Ihr macht das ohne Probleme. Bevor wir das Tonband uns anhören, durchsuchen wir erstmal hier alles. Mehr Salz. Ah, Ausrüstungsteil. Erhöht den Skylinien. Die Präzision der Waffe. Okay, ja. Finde ich nicht sehr wichtig. Eine Handfeuerwaffe. Okay, dann gehen wir mal runter. Wie, ich sterbe gleich. Sehen wir uns unten um. Fuck. Okay, gut, dass du runterkommst. Puh. Dann ein Glück, dass hier noch was Blaues ist. Das ist schon mal sehr gut. Nochmal ein. Ja, nochmal ein Jagdgewehr. Okay, hören wir uns das an. Sally! Der Bastard hat sich reingeschlichen, als die Vox den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt. Er hat sie in der Salty Oyster eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Man braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen, aber... Okay. In der Bar sollen wir was suchen. Bruderherz, was Comstock nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist, nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das Lutessfeld zu Lutessriss werden, zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Nein, das wirst du. Ich schlachte dich ab! So. In eine Bar sollen wir gehen. Ich weiß nicht, ob wir da lang müssen, irgendwie. Die verriegeln sich, wenn wir durchgehen. Es ja, gibt kein Zurück. Okay, da können wir...
können wir nicht rübergehen. Okay. Achso, wie wir es kriegst du es auf? Ein einfaches Kombinationsschloss. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Hoffentlich geraten wir an so einen Narren. Okay. Das könnte es sein. Ach so. Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Codes zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lass mich nicht mehr einsperren, wo... Elizabeth. Elizabeth, du... Versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu, dass er mich zurückbringt. Whoa. Dazu kommt es nicht. Okay. Ich werde doch keine Kugel verpassen. Ne, mit dir reden können wir nicht. Okay. Okay, es geht so weiter. Gut. Ich habe ihn entdeckt! Sieh mal, die Vox nehmen hier alles auseinander. Elizabeth? Fertig! Okay, wo lang muss ich? Gehen wir erstmal hier nach oben. Ich suche
noch. Nicht schon wieder so ein fettes Ding, ey. Ja, das ist mir gerade. Oh, jetzt haben wir noch so einen fetten Ey zum Kämpfen. Na dann. Okay. Das anstrengend mit denen. Okay. Zielen erhöht den Schaden um 25%. Das Feuer aus der Hüfte verringert den Schaden. Aha. Vergleich, was haben wir sonst drin? Beim Wiederbeleben wird die komplette Gesundheit. Nee, wir lassen das mal. Ich nehme dich mit ins Grab. Okay, ab runter. Der Dicke ist schon mal weg, der ist schon mal sehr wichtig. Er versteckt sich da wohl! Ich stech dich ab! Ah, wir machen Folgendes. Los! Bitte sehr! Und wieder hoch. Jetzt hab ich dich! Den da! Geht klar! Da! Okay. Dann gucken wir mal, wo lang wir hier noch fahren können. Okay. Panzerfaust brauchen wir nicht. Nehmen wir mal das Maschinengewehr hier mit. Sicher, sicher. Salzvorkommen? Nein, auch nicht. Okay. Ein Köder. Fertig. Okay. Alles klar, schon vorbei.
Medikamente und was haben wir hier noch? Ein Wasserbecken. Wir müssen bestimmt da lang, ja, das war klar. Aber wir öffnen mal hier. Hier ist ein Schloss. Kein Problem. Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so Ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Okay. Ja, wir sollen eh nach unten gehen. Also gehen wir erstmal hier rein. Okay. Ah! Das ist Nahkampf. Wieder ein paar Lockpicks. Ein Codebuch. Wo wohl die Chiffre ist? Okay. Oh, und hilf mir mal mit dem Schloss. Tresor. Das dürfte schnell gehen.